Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, erstmal was essen. Also es ist immer noch so, dass wir einen Namen suchen für diese Stadt hier. Ihr dürft immer noch Vorschläge in die Kommentare posten. Und demnächst wird es dann ein Vote geben, wo diese Namen dann die alle aufliste. Und ja, dann suchen wir den besten Namen hier aus für unsere Stadt. So. Wir waren da hinten mit unserem Fahrstuhl im Gange. Ich nehme schon mal Blöcke mit. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie fertig kriegen. Zumindest ein Stück weit. So. Das ist der Boden. Mensch, verdammt. Jetzt muss ich da irgendwie hoch wieder. Ich würde dann einfach mal hier eine Treppe hinbauen. So. Okay. Hier natürlich das Gleiche. Dann muss das hier weg. Und das auch. Hier kommt dann noch eine Wand hin. Und hier muss noch der das weg. Uah. Gott. So. Was, ich muss hier echt ein bisschen aufpassen. Jetzt liege ich da gleich unten drinne, ab in der Lava. Irgendwie ganzen Sachen futsch. Das wäre echt ärgerlich. So. Dann das noch ordentlich machen. Fertig. Dann können wir jetzt hier die Blöcke hin. Dann später die Möglichkeit nochmal zwei zu machen. Ich würde jetzt aber erstmal bei zwei bleiben. Da brauchen wir noch Knöpfe für. Und natürlich den Bereich, wo es uns hinporten soll. Was soll denn das jetzt? Das wollte ich doch gar nicht. Warum kann ich die nicht anklicken? Die Kommandoblöcke. Was soll denn das? Hallo? Warum lassen die sich nicht anklicken? Gute Frage. Muss ich das? Nö, ich bin ja nicht auf einem Server. Muss ich das trotzdem einschalten? Merkwürdig. Ganz merkwürdig. Okay, egal. Lassen wir offen. Machen erstmal den Rest fertig. Und kümmern uns dann einfach im nächsten Part darum. Dann gucke ich nämlich zwischen den Parts einfach nach, was da jetzt los ist, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Ist mir noch nie untergekommen, dass ich im Singleplayer die Blöcke nicht benutzen konnte. Mir wirklich noch nie untergekommen. Das ist jetzt das allererste Mal. Gut. Okay, der ist aber fertig soweit. Muss dann nur noch die Kommandoblöcke eingerichtet werden. Gut, dann will ich Mauer. Mauer möchte ich Mauer. Wir haben noch Glowstone. Können wir das nämlich gleich so ein bisschen moderner hier gestalten. Drei finde ich zu wenig. Machen wir vier. Jetzt habe ich natürlich doch Holz, habe ich noch. Ein bisschen hochbauen hier. So. Dann brauchen wir schwarze Glasscheiben. Ich würde hier eigentlich auch fast noch sowas vormachen.
aber mit Glowstone, ich weiß nicht, ob das nach was aussieht. Glaube ich da eher Fackeln drauf mache. Ja, Fackeln, das sieht doch irgendwie blöd aus. Das sieht ja vielleicht dämlich aus. Okay, aber das muss jetzt da einfach bleiben, bis wir eine Behutsamkeitshacke haben. Vorher fasse ich das nicht an. Okay, Eisen haben wir ein bisschen was. Die Dinger stehen jetzt hier, dann können wir, wie gesagt, die Glasscheiben holen. Schwarzes Glas, schwarze Glasscheiben. Glas haben wir da. Da sind noch Schwarz, da haben wir noch Tintenbeutel. Die in die Mitte und zack. Und dann Glasscheiben. So. Dann können wir hier okay, das hätten wir jetzt, müssen wir noch ein bisschen ändern hier. Ist die Frage, ändern wir das nach außen oder nach innen? Nach innen ist jetzt ja blöd, weil wir da ja das Glas schon haben, ne? Verdammt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Jetzt machen wir erstmal hier unsere Treppe weg. Die eine. Es wird dunkel. Und dann würde ich da mal eben schnell hier was aus... verdammt. Falsches Ding. Außen anbasteln. Und das gleich mal von hinten angucken, ob das okay ist, ob man das so nehmen kann. Ja, es war oben so ein bisschen. Ach, verdammt. Ach, das gibt's doch nicht. Oder ob wir das doch nach innen machen müssen und eventuell dann innen doch das Glas letztendlich weglassen. Kuh, du stehst auf meinem Bett, das finde ich gar nicht gut. So, gehen wir nochmal gucken. Das ist ja irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob man das... Nicht ins Wasser fallen. Ob man das so nehmen kann, wenn das so übersteht. Weil das ja nicht gleichmäßig übersteht, finde ich das so ein bisschen blöd. Das müssen wir wohl oder übel nach innen machen, sonst sieht das total behämmert aus. Und das Glas eventuell tatsächlich wegnehmen. Aber ich komme ja nicht mehr hoch, ne? Ne, dann ist egal. Verzichten wir auf diese paar Dinger. Ja, dann würde ich mich jetzt als erstes ums Verzaubern kümmern. Und hier eventuell dann tatsächlich das Glas um zu einfach weglassen. Dann kann man halt nicht reingucken. Und hier nur dann ja irgendwie mit Dings umranden, mit den Dingern hier, also eins breit oder so. Ach Menno, das ist echt ärgerlich. Aber hier können wir schon mal das Glas langziehen und dann kümmern wir uns jetzt darum, dass wir ein bisschen was verzaubert kriegen, dass wir da eine Spitzhacke kriegen, die auf jeden Fall Behutsamkeit hat. Da können wir dann ja auch eine Steinhacke nehmen oder so, das ist erstmal egal. Obwohl wir ja auch ein bisschen Eisen noch haben, 4 Stück. Wir haben hier ein Schwert, ein Steinschwert. Und dann gehen wir mal eben gucken, ob wir da ein paar EPs aus den Monstern rauskitzeln können. Für Behutsamkeit. Ich hoffe doch, dass das auch recht schnell geht, dass wir recht schnell Behutsamkeit kriegen. Denn jetzt haben wir ja auf jeden Fall Level 30, was wir verzaubern können. Ein schnelleres Schwert wäre noch schön. Tadada. Vielleicht gleich erstmal ein Diamantschwert verzaubern. Dass es hier schneller geht mit dem EPs-Farm. Ich denke, das ist erstmal das
beste... Autschen? Jetzt hat der Creeper mir meine Monster kaputt gemacht. Gemeiner Creeper. So, wir dezimieren jetzt hier mal die Kühe ein bisschen. Also nur ein bisschen, denn wir haben ja nicht nachgezüchtet. Aber so ein bisschen weniger müssen das sein. Das ruckelt mir hier einfach mal zu arg, wenn ich da drin vorbeilaufe. Also, gehen wir nochmal gucken, ob wieder ein paar Monster da sind. Und dann machen wir das Schwert noch eben kaputt. Ja, da geht da einfach ein Creeper hoch. So eine Sauberei, aber die können uns ja Gott sei Dank nicht viel tun, also nicht viel kaputt machen. Und sowas tun können sie ja schon. Ei, ei, verdammt. Ach, das gibt's doch nicht. Komme ich nicht durch? So. Nee, komme ich nicht durch, bin ich richtig. Yay, Level 30. Ah, das habe ich gehofft, dass es noch irgendwie klappt. Dann schnappen wir uns jetzt ein Dia-Schwert. Wir machen uns ein Dia-Schwert. Und... Ich meine, was kostet die Welt? Wir haben es doch. So. Und es verzaubern jetzt ein Dia-Schwert. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ach, ich... Ja, genau. Wieder einen Block hingesetzt. So. Nemesis der Gliederfüßer. Ja, nehmen wir, egal. Oh, und nur das. Ach, wie gemein. Das ist ja gemein. Och, da hätte ich aber gerne mehr gehabt. So, ich packe mal eben die Blöcke wieder aus hier. Und das auf jeden Fall, um das Inventar ein bisschen freier zu haben. Den Eimer kann auch erstmal weg. Und dann machen wir nochmal 3 Level. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir kriegen danach. Müsste ich meine Hacke gleich fertig machen, dass wir mal gucken, was wir so auf die Hacken kriegen dann. Also, Nemesis der Gliederfüßer ist ja für Spinnen. Dann haut man die relativ schnell weg. Ich glaube mit einem Schlag oder so. Ja, das geht doch jetzt auf jeden Fall schon einiges schneller mit dem Dia-Schwert. Was wir uns demnächst noch machen, ist auf jeden Fall einen Amboss. Den sollten wir noch haben. Um eben um dann Bücher auch zu verzaubern und das eben dann auch zu reparieren und so, ne? Ich glaube, reparieren kostet dann jetzt so nach dem neuesten Ding mit den Verzaubern kostet das wahrscheinlich das meiste. Ich weiß das von... Ich glaube 1.7 war das. Wo ich so viel repariert habe immer und das wurde hinterher echt unbezahlbar. Da war es immer günstiger zu verzaubern und eben darauf zu hoffen, dass man nochmal die gleiche Verzauberung kriegt. 28, das reicht nicht ganz. Wir machen uns jetzt aber erstmal eine Hacke und gucken mal, was das Ding für uns bereithält. Der Zaubertisch. Eine Hacke, eine Eisenhacke. Eine Eisenhacke. Wir sind ja echt schon bald reich hier. Effizient. Da ist jetzt die Frage, wie mache ich das? Was verzauber ich jetzt? Ja? Effizienz. Verdammt. Mache ich mir da Steinhacken oder... Ne, ich nehme ein Buch. Ich nehme ein Buch. Das müsste doch jetzt auch Effizienz haben, oder? Stärke. Aha. Also wird das anders, wenn man Bücher hat, reinlegt, ist das dann wieder was anderes, wie wenn man...
Okay, gut. Kriegen wir hin. Ich bin froh, wenn unten die Mob-Farm steht. Da wirklich effektiver wird die wahrscheinlich gar nicht sein, ergiebiger. Aber ich hoffe, dass wir dann diese Wartezeit zwischendrin nicht mehr haben. Weil die erste Etage dann ja doch relativ hoch ist und relativ weit weg von uns. Wir haben gerade wieder eine Karotte gekriegt. So. Jetzt die noch wegmachen hier. Schmack dich weg. So, du auch. Yay, Level 30. Das haben wir wieder geschafft. Dann verzaubern wir jetzt ein Buch. Sollten uns vielleicht einige Bücher machen und das einfach immer mal wieder machen, dass wir die verzaubern. Ach, diese blöde Lapis. Nein, mach das doch da rein. Nein. Stärke. Nur Stärke, das ist... Effizienz. Also muss ich jetzt doch eine Hacke verzaubern, damit ein Buch funktioniert das nicht. Dann könnte ich jetzt aber gucken, was kriege ich denn aufs nächste Buch? Machen wir mal eben. So, was würde ich denn jetzt aufs nächste Buch bekommen? Nemesis der Gliederfüßer. Mhm. Was war das davor? Ich brauche ja eigentlich nur Behutsamkeit. Okay, alles klar. Weiß ich erstmal Bescheid. Packen wir erstmal alles da rein. Das packen wir auch da rein. Also ein paar Bücher, verzauberte Bücher zu haben, ist ja eigentlich nie verkehrt. Allerdings ist jetzt der Part zu Ende und es wird auch schon wieder Nacht. Ich gucke jetzt nach, wie das mit den Kommandoblöcken ist, warum die nicht funktionieren. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn. Ciao, ciao.